in meinem Beach Club. Wir sind wieder zurück. Sundays Beach Club. Da sind wir jetzt. Wir hatten eine sehr zügige Fahrt hier runter. Natürlich war viel Verkehr, aber ein Zehntel von dem, was sonst war. Wir konnten sehr lange Strecken, auch 80 fahren. Das ist Wahnsinn. Und ja, jetzt ist Beaching angesagt heute. Und Gott sei Dank ist schönes, blaues, also blauer Himmel und Sonne. Und das wird richtig klasse jetzt. Ein sehr schöner Strandtag neigt sich dem Ende entgegen. Mama. Ich bin noch ein bisschen rötlicher geworden als sonst. Und wir sitzen jetzt hier immer noch im Sundays Beach Club und werden jetzt was Leckeres zu Abend essen. Was? Hm? Mal wieder essen. Ja gut, Pizza ist ja Kreation halt. Ne? Ich weiß gar nicht, ist meine Rucola auch ohne Tomatensauce? Unser letzter ganzer Tag auf Bali ist schon angebrochen. Wir lassen es heute sehr ruhig angehen, sind am lange geschlafen. Jetzt ist glaube ich schon 2 Uhr und jetzt gibt es ein bisschen was zu essen, eine Kleinigkeit. Dann werden wir uns gleich noch eine 2-Stunden-Massage gönnen. Und heute Abend geht es noch mal ganz schick mit Julia und Jojo zu einem leckeren Japaner. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir sind gerade in einem Lokal in Seminyak.
das sieht ganz schrecklich nach dem Bali-Abschiedsessen aus. Das ist nicht zu lachen. Das ist traurig. Tiramisu. Tja, jetzt heißt es so langsam Abschied nehmen vom schönen Bali. Und ja, heute ist der letzte Abend auf Bali, in Bali. Und es war sehr, sehr schön gewesen. Hier nochmal offiziell auch noch vielen, vielen Dank, liebe Julia und Jojo, für die tolle Gastfreundlichkeit und ja, wir haben es sehr genossen bei euch. Ja, ein wahnsinnig schöner Urlaub geht zu Ende. Ich bin auch ein bisschen traurig, weil ich nicht weiß, wann ich die Familie jetzt so schnell wiedersehe. Es war mega, mega toll, aber ich freue mich auch ein bisschen auf zu Hause. Meine Tiere oder unsere Tiere warten auf uns und die Mama wartet auf uns und ja, darauf versuche ich mich jetzt zu konzentrieren und ja, dann fällt der Abschied vielleicht nicht ganz so schwer. Genau so ist es und deswegen verreist man ja auch gerne, weil man auch sehr gerne wieder nach Hause kommt, hoffentlich. Bei uns ist das auf jeden Fall der Fall und ja, natürlich würden wir auch gerne noch hier bleiben, weil es super schön hier ist und es hat uns alles wirklich mega toll gefallen. Aber wie heißt es so schön? Sei nicht traurig, dass es vorbei ist. Sei froh, dass du es erleben konntest. Genauso sehen wir das jetzt und ja, jetzt freuen wir uns auf den nächsten Urlaub, welcher das auch immer sein mag. Wir werden mal schauen und wir bedanken uns bei euch allen, dass ihr unsere Videos angeschaut habt und wir sagen dann bis zum nächsten Mal eure unendlichen Weiten. Tschüss! Tschüss! Yes. Mein Schatz ist glücklich. Deutsches Subway essen, genau. Im schönen Changi Airport in Singapur. Jetzt lassen wir uns lecker deutsches Subway-Essen schmecken. Lecker Frühstück mit Chicken Teriyaki. Man kann kaum bis an das Ende da hinten gucken und das ist nur das Terminal 1. Und dort, wo wir hin müssen, da oben, C24 müssen wir, da steht drin, dass wir da jetzt 11 Minuten hinlaufen müssen. So weit ist das hier alles. Das da ist die größte Mall, das größte Einkaufszentrum der Welt mit über 1200 Geschäften auf 5 Etagen.